Plastikmüll hat man hier zurückgelassen, beziehungsweise haben die Fluten zurückgelassen, als das Wasser hier mal höher war beim Regen. So, hier sind wir jetzt am Floating Fishing Village. Wir kommen jetzt in den größten Inlands-Süßwassersee in Südostasien. Ja. Das Wasser geht bis zum Horizont. Das schaukelt. Leben am See. Und Reparaturen. Da wohnen die Vögel. Die Kirche. Und hier geht's zum schwimmenden Supermarkt. Für Touristen und Einheimische. Hier ist eine Karte von ganz Kambodscha. Weil wir sind ja ganz im Norden hier oben. Da gehen wir zu auf Siem Reap. Hier ist Siem Reap, wir sind hier runtergekommen. Hier in den See, sind durch den Kanal unterhalb dieses Berges hier jetzt an dieser Seite im Tonlé Sap See. Der der größte Süßwassersee in Südostasien ist. Darunter geht es dann nach Phnom Penh, der Hauptstadt. Ja, und der Fluss, der aus dem See rauskommt, fließt hier unten bei Phnom Penh in den Mekong. Ja, Mekong Delta. Ja. Und dann fließt der Mekong nach Vietnam hinein, weiter unten und dann in die südchinesische See. Und hier oben hat man nun einen schönen Überblick über das schwimmende Fischerdorf. Da hinten ist der kleinere Berg, wo der Inlandshafen war, von dem wir jetzt gekommen sind, durch die kleine Wasserstraße hierher, den offenen See. Ein Großteil der Bevölkerung hier ist vietnamesischer Abstammung. Die sind nach dem Ende des Pol-Pot-Regimes hier, haben sich angesiedelt. Ein Großteil ist aber mittlerweile nationalisiert, sind also kambodschanische Staatsbürger geworden. Weiter herum, da hinten ist die christliche Kirche, die schwimmende Kirche. Und dann ist Wasser bis zum Horizont. Ah, hinter der Kirche ist dann gleich eine Schule angeschlossen. Da hinten ist noch ein Touristensupermarkt. Und noch ein weiterer weiter links. Und überall das Geknatter der Boote. Schlepper gibt es hier auch. Und das Schleppboot macht den meisten Krach. Haus wird gebaut. Hinten wieder die Stelzenhäuser. Anlegestelle. Dahinter der Berg mit dem Tempelhof drauf. Unser Boot B35.